Was liest denn du da? Ja, mei, den Hegel halt. Da hast du dir was vorgenommen. Ich hab gedacht, das kann nicht schaden, aber schwer ist es wirklich, das kannst du mir glauben. Ich weiß, mit den ganzen Widersprüchen und so, das. Da sagst du was, gell? Das geht schon am Anfang los. Ja? Das Sein, schreibt er da, ist streng genommen in seiner Unbestimmtheit und Allgemeinheit gar nicht zu unterscheiden von dem Nichts. Ja, jetzt frage ich mich, ist das jetzt oder ist das nicht? Da muss doch mal einer eine klare Ansage machen. Herrschaftszeiten. Nur genau so war das bei uns auch in der Schule, im Stabi-Unterricht. Im was? Im Staatsbürgerkunde-Unterricht, auch Rotlichtbestrahlung genannt. Immer, wenn wir unseren Stabi-Lehrer bei Diskussionen in Widersprüche verwickelt haben, kommt der mit seiner letzten Ausrede, dass man die Widersprüche dialektisch sehen muss. Ja, Halleluja, Sakra, ist der Hegel jetzt so ein Kommunist gewesen? Nee, Gott bewahre. Aber der Marx, der hat die Dialektik vom Hegel übernommen. Wie Dialektik? Habt ihr in der Zone alle so einen Dialekt sprechen müssen? Nee, so nie. Wäre ja noch schöner. Bei der Dialektik, da geht's um die Begriffe, wie die sich entwickeln tun. Ja. Das hat er auch gerade gestanden, gell? Dass der Begriff selber sozusagen seine Negation hervorbringt, was auch immer das ist, gell? Und dass er dann erst wahr und vollendet ist, wenn er sich zum Ganzen entwickelt hat. Und dann wird er auf einmal äußerlich zur Natur richtig physikalisch, gell? Und frag mich nicht, wie er das anstellt, aber dann kehrt er wieder zurück zu sich selbst. Also, da kannst du narrisch werden. Nur das ist halt eine andere Dialektik als die im Alltag. Ein anderer Dialekt? Soll ich jetzt reden wie so ein Saupreis? Na, kennst du das denn? Ja, freilich. Wenn ich das wollen tu, dann bring ich das auch ganz wie ein Original-Berliner. Phänomenal. Wir können auch ein bisschen schwäbisch schwätzen, weil das ist ja gar nicht ganz verkehrt. Weil in Tübingen hat doch der Hegel als junger Mann im Stift gesessen. Das kann nicht sein. Das nenne ich eine dialektische Begabung. Ja, mei, aber den Hegel verstehe ich deswegen trotzdem nicht. Hegel hin oder her. Ein bisschen neidisch bin ich trotzdem. Ich meine, der kann drei Dialekte und ich kenne einzigen.